Schande für euresgleichen. Icke? Herzlich willkommen zurück hier bei Skyrim. Wir sind immer noch in Iskramors Grab und haben es hier mit Geistern und Spinnen zu tun. Mal gucken, was noch dazu kommt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Oh, wo kommst du denn her? Was? Oh, da hinten ist ein Bogenschütze. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Den heizen wir mal ein. Ich erpiek dich, Geister... Geist. Du böser Geistergeist! Ich erpiek dich, ist auch schön. Ein Balsamierungswerkzeug. Eine blaue Bergblume. Ja, keine Ahnung. Ist bestimmt voll wichtig. Aber ich kenne dessen Bedeutung nicht. Ich weiß bloß, dass hier Draugr auf dem Boden liegen. Und die haben meistens Gold bei. Moment. Ein Zwergenschild ist natürlich auch super. Nehmen wir mal mit, denn bringt eigentlich ganz gut Geld. Ja, mit den Geistern, das geht schon. Wo ist denn eigentlich Olle Farkas? Wo ist denn Farkas? Ihr seht schon, den Feuerspruch, den benutze ich wirklich ausgiebig. Aela? Unser Schwert macht natürlich nur richtig Schaden, wenn wir auch so einen kritischen Treffer machen. What? Wann ist das denn, Na komm. Das war ja nicht viel, was wir gemacht haben. Ist da jemand? Den haben wir komplett ausgelöscht. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Und wir hatten ja vor, den nächsten Perkpunkt. Das wird gefährlich hier. Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Da heilen wir uns mal kurz. Zumindest so viel, wie wir können. Mehr habt ihr nicht. Ayla, steh auf. Aela, ich brauch dich. Wisst ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Hier wäre vielleicht sogar ein Silberschwert ganz angebracht gewesen. Denn ich glaube, Silberwaffen machen hier mehr Schaden. Aela! Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Wir müssen uns mal kurz heilen. Scheiße, das werden immer mehr. Den haben wir komplett ausgelöscht. Leute, das war ein bisschen knapper, als es mir lieb ist. Wir speichern mal. Okay, die weiß schon, dass wir da sind. Ist da jemand? Was? Ich hab geblockt. Der ist weg. Wir können das relativ schnell schaffen mit so einem Feuerschrei.
Okay, wir können sie niemals ganz aufhalten. Ihr habt's gehört, Leute. Aber Aela kann das. Scheiße. Das läuft ja nicht gut für uns. Bup, Leute. Geister. Geister sind total unlustig. Der wartet nur auf uns. Ist das ein Geisterpfeil gewesen, oder? Hallo. Eine Schande für euresgleichen. Icke? Jetzt bringen wir es zu Ende. Das sind nur alte Nordpfeile. Ich glaube, die machen... Aela hält halt auch nichts mehr aus. Die machen nicht so viel Schaden. Krasse Scheiße, Leute. Was hast du denn gegen mich, Mann? Ich bin einer von euch. Wow. Leute, das ist kein Spaß hier unten. Die machen keine halben Sachen. Ey. Aela, vielleicht magst du ja wieder mitkämpfen. Alter Verwalter. Ja, immer noch. Wir speichern mal. Oh Leute, ey. Das ist echt so ein kleines Kräftemessen hier. Was? Hat sie uns entdeckt oder die Gegner? Kommen wir nicht raus. Gucken, dass hier keine Fallen sind. Okay. Ah. Ah, da sind sie doch schon. Aela. Ich will gucken, dass wir einen vielleicht mit dem Bogen wegkriegen. Vielleicht sogar zwei oder so. Alter, das wird schief gehen. Das sind eindeutig zu viele Leute. Stirb! Nochmal! Wenn du überhaupt sterben kannst. Irgendwie so. Na, ausgeruht, Aela. Speichern. Hier echt mal ein bisschen öfter speichern. Sieht nicht gerade einladend aus. Die legendäre Stadt Sancretor. Zweihändig. Cool. Ringe Magica. Wir schauen mal hier rein. Ob da... Naja, da ist meistens nur ein bisschen Gold drin. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Auf Dauer. Das wart. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nö. Dann geht's jetzt hier rein. Wo wahrscheinlich noch mehr Geister auf uns warten. Das schreit förmlich Speicher, bitte.
Also speichern wir bitte. Bevor wir in die Mitte gehen, schauen wir uns hier aber in Ruhe um. Sprich mit... Kotlak? Kotlak! Seid gegrüßt, Schiffbruder. Kotlak! Seid ihr das? Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, ihr Sinne zu entgehen. Aber hier ist sonst niemand. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. So. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Hirsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Wilkas sagt, dass ihr immer noch geheilt werden könnt. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ausgezeichnet! Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Hexenkopf ins Feuer? Ja, da können wir echt froh sein, dass wir die bei haben, ne? War ganz gut, dass ich die nicht weggesteckt habe. Ja, dann machen wir das. Und nu? Was war das? What the fuck? Ein Wolfsgeist? Ein Wolfsgeist, der unheimlich viel Schaden macht. Ah, den haben wir. Wow. Heißt es, wir haben jetzt quasi den Wolf in Kotlak besiegt? Würde mich für den Alten ja freuen. Seid gegrüßt, Schiffbruder. Wir haben dem Biest in euch ein Ende gesetzt. Und damit die Bestie in mir erschlagen. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Hirsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sorgengarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaska zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Das werde ich tun, Kotlak. Leb wohl. Hab ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Seid ihr darüber verärgert? Ich bin nur überrascht. Aber jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Kommt, sagen wir es den anderen. Okay. Aber... Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ich habe Kotlak geheilt. Und genau das war der Wunsch des Alten. Ich freue mich, dass wir ihm den erfüllen konnten. Kehrt ihr zurück nach Jorvaska? Früher oder später. Aber das hier, das ist das Grab von Iskramor. Ich werde wohl erst ein wenig in mich gehen. Ich werde noch etwas hier verweilen. Geht schon mal vor, wir sehen uns dort. Kotlak sagte, ich soll die Führung der Gefährten übernehmen. Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet. Was? Aber das kann auch daran liegen, dass ich euch noch als Welpe kenne, der darum bettelte, beitreten zu dürfen. Bettelte? Der Alte hat euch vertraut. Also vertraue ich euch ebenfalls. Okay. Bis zum nächsten Mal. Auf bald, Aela. Ja, wir schauen uns hier natürlich auch mal in Ruhe um. Und finden prompt eine Truhe. Schild von Iskramor. Das nehmen wir einfach nur mit, weil wir es mitnehmen. Auch wenn es
natürlich schwere Rüstung ist. Aber wer hat schon das Schild von Iskramor am Start? So. Hier geht's überall noch irgendwo hin. Ist das hier? Ach, das wird wahrscheinlich das Grab von Iskramor sein. Ne, schön hinter so einer Vergitterung, dass da keiner rankommt. Sieht Schild da oben. Und das ist natürlich, wenn du jahrelang für die Gefährten kämpfst. Jetzt wollte ich sagen, dass das total aufregend für dich ist und dann gehst du, oder was? Das kauft mir doch jetzt keiner mehr ab. Bienenstockhülle. Ein Riesenzeh. Können wir sonst noch irgendwas machen? Möchtest du den Kopf der Hexe in die Flammen werfen, um deine Lykanphobie für immer zu heilen? Lykanthropie heißt das übrigens. Nein. Okay, wir können den Werwolf in uns abtöten. Wir speichern mal und dann machen wir das. Da bist du. Scheiße, wir haben ihn nicht erwischt. Ist der schnell? Aela! Danke, Aela. Keine Sekunde zu früh. Was das? Was das jetzt? Habt ihr Ratschläge für mich? Bis zum nächsten Mal. Sind wir kein Werwolf mehr? Bestiengestalt oder so? Haben wir nicht mehr? Haben wir nicht mehr? Leute! Wir haben den Fluch bezwungen. Geil, freut mich. Wo geht's denn hier hin? Das ist wahrscheinlich wieder der Shortcut, der uns nach draußen führt. Speichern mal. Cool. Haben wir also endlich diesen Schandfleck weg. Wir brauchen keine Bestiengestalt. Eisenrüstung. Wir schaffen das auch so. Zwergenhelm. Sieht cool aus. Das ist wahrscheinlich eine der Türen, wo ich meinte da. Ja, genau. Alles klar. Sag mal, wo ist denn Farkas? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich habe Kotlak geheilt. Ja, ihr habt ihm Ehre erwiesen, selbst nach dem Tode. Ein würdiges Ende für einen würdigen Krieger. Kotlak sagte, ich soll die Führung der Gefährten übernehmen. Wenn ihr mir vor ein paar Monaten erzählt hättet, dass ein Fremdling, von dem ich noch nie gehört habe, die Gefährten anführen würde, hätte ich euch vielleicht die Kehle aufgeschlitzt. Nett. Aber ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid. Und habe gehört, wie sehr Kotlak euch schätzte. Und vertraute.
Hoffentlich könnt ihr beweisen, dass sich sein Herz nicht getäuscht hat. Viel Glück. Also gut. Okay. Die Frage ist, wo ging's denn hier raus? Nee, da waren die Skiver. Da kommen wir gerade her. Hier geht's raus, aber was ist denn hier? Wo geht's denn jetzt hier hin? Hier geht's auch raus. Okay. Ein alternativer Ausgang. Das ist ja auch mal ganz schön. Ja, Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Skyrim. Wir sind jetzt der Anführer der Gefährten. Wir werden gleich mal nach Iskramor zurückgehen. Iskramor sage ich schon, ja, was gemeine ich natürlich. Und werden mal gucken, was wir dann da machen können. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.